Komm, wir den Spitzhacken, Jungs! Lass den Spitzhacken! Spitzhacken! Die sind so weak, die sind so weak, Jungs! Oder was ist los mit ihm? Hey Leute, Kramex hier. Heute gibt es auf jeden Fall mal wieder ein etwas anderes Video. Ihr könnt schon sehen, wir sind auf dem Weg zu einer Schule. Letztes Mal im McDonalds Zuschauer herausgefordert zu einem 1 gegen 1 in Fortnite. Es ging um eine 20er PSN-Card. Und ich dachte mir, da das Ganze sehr gut ankam, machen wir das Ganze heute mal bei einer Schule. Als verprügelt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Und vor allem schreibt mal in die Kommentare eure Schule rein, wo ich vielleicht als nächstes hinkommen soll, wenn euch sowas gefällt. Wir werden jetzt mal ein paar Leute raussuchen, die eventuell Fortnite spielen. Ich glaube mal, das wird nicht so schwierig sein, weil irgendwie gefühlt gerade jeder Mensch Fortnite spielt. Sogar, keine Ahnung, dieser Typ, der gerade aus der U-Bahn rausläuft, spielt Fortnite. Und ja, deswegen, mal schauen. Und dann gibt es natürlich schön Fortnite-Session. Aber guck mal, der hat sogar mein Hoodie an, Ehrenbruder. Alle. Das kommen zwei, drei Leute, weißt du? Andere Schule fand die auch schon, weil ich mit der eine vorbei. Hey Leute, also es sind ein bisschen mehr als geplant gerade hier. Wisst ihr einfach, was vorhabt, Jungs? Ja. Dich hat es damit schon eingeweiht, ja? Klar. Jeder hat quasi die Chance auf eine 20er PSN-Card. Also ich hoffe, ihr spielt dann eine Playstation. Ja. Wenn ihr Xbox spielt, dann diese Zeit. Okay, das heißt, Emil ist der Erste. Dann würde ich sagen, ich hole mir jetzt mal die Namen von denen. Und dann geht es gleich weiter in Fortnite. Werden wir erstmal vielleicht ein bisschen Squads zocken und Swarm spielen. Und dann geht es auf jeden Fall um eine 20er PSN-Card. Leute, verprügelt den Like-Button. Let's go. Leute, Kramex hier und heute geht es jetzt endlich mal in die zweite Runde von diesem Video. Und zwar, ich habe ja hier schon die Paulberger gerade von der Schule, ich würde mal sagen, ausgesucht. Und hier auf einmal jetzt in meinem Squad ist auf jeden Fall Zero, by the way, mit einem komischen Smiley, den ich nicht adden konnte. Gruß geht raus. dann ist da noch Monkey D. Justin. Hi. Okay, voll motiviert. Und Prinz Pippo, der Name ist ein bisschen... so. Auf jeden Fall, es geht um eine 20er PSN-Card. Wir zocken jetzt erstmal richtig schön Squads-Modus. Macht mal alle ready. Okay, ich bin der Einzige, der noch nicht ready war. Let's go. Und dann werden die Jungs auf jeden Fall Best of 3 1 gegen 1 gegeneinander machen. Und da wird sich entscheiden, wer die PSN-Karte bekommt, Leute. Okay, da gab's nochmal die Heimat, ab nach Paradise, Jungs. Oder das erste Waffe, die ich finde, Scoped AR. Epischer Sieg incoming. Ja. Schaller, Bruder. Vor allem, weil Zone auch mitspielt. Was habt ihr so für KDs, wisst ihr das? Ne. Zweier oder so, keine Ahnung. Das ist schon... Ja, meine KD. Ich höre, jeder ruft mich gerade an, ne, weil die alle denken, dass jetzt dass wir schon gezockt hätten. Oder? Ja, ja. Dass wir Turnier schon gemacht hatten oder, ja, dass auch die mitmachen dürfen. Alle schreiben mir so, kannst du dich bitte grüßen, bitte. Ja, ne. Uff, Digga, da liegt einfach eine Scar und keiner von euch nimmt sie mit. Ich hab kein Aim mit Sniper. Wo bist du? Ja, das Snipen ist bei mir auf jeden Fall auch ganz miese Zeiten. So, also, ich hab mein Loot. Ich hab am Anfang nicht geglaubt, dass du zu unserer Schule kommst. Ich dachte, das ist ein Prank oder so. Ja, ne, keiner hat Mikkel einfach geglaubt. Jeder dachte so, der Prank oder so. Aber ja, hat Matt mir schon erzählt. Matt meinte so, also keiner hat das geglaubt. Habt ihr euch das mal so überlegt, dass wenn ihr in Fortnite, ne, nachdem ihr die erste Stadt gelootet habt, weiterzieht, dass ihr einfach immer gegen die Gewinner von den verschiedenen Städten kämpft? Man sich das so überlegt, ist das voll witzig so. Weiß auch gar nicht, ob ich Killdale überhaupt machen kann, weil ich zitter ein bisschen. Ja, ne, ist so. Er rennt schon direkt. Zero ist schon mitten im Fight, Alter. Ist so, er rennt 20 Kilometer halt. Nee, unser Game leckt nicht, Bruder. Ja, so. ich hab einen 10er-Ping, aber... Zero, halte durch! Ich baue mich lieber ein, bevor ich sterbe. Tja, warum sehen wir denn überhaupt keine Gegner diese Runde? Ja, frage ich mich gerade auch. Wie oft passiert es, dass man nach Retail Row fliegt und das war nicht mal mega weit weg vom Bus, weil einfach niemand ist? Nee, komplett gut, Alter. Ey Jungs, komm, lass mal weiter in Zone rotieren. Ey, da vorne ist vor uns Gegner bei 120. Bei 120, Boys. Ja, sehen wir vor mir direkt. Let's go. Die neben uns, die sind aber nicht gut, die bauen gerade ab. Hä, von wo? Oh, ich seh dich. Der macht schon bei dir. Oh mein Gott, oh, den einen schon weggelasert. Der andere ist Monster. Schönes Ding, Jungs. Schön, clean, Bruder. Ja, hinter dem Fight, High Ground auf Vulkan landen. Bei dem, Nein, Jungs, hier bei dem Geysir. Hier bei dem Geysir landen. Leck, warum nicht mal spielen denn so? Obwohl ich einen guten Ping hab. Junge, ich treff einfach nicht. Einer One-Shot auf jeden Fall. Headshot. 115er hab ich den gedrückt, Jungs. Minus 30, noch mal. Komm, der ist One-Shot.
Oh, Blue Life weg! Mir. Ja, zieht den doch mal weg, Jungs! Ja, was seid ihr? Moin. Ja, ich dachte, es wäre Zero, weil das ist der erste Sinn hat. Wenn jemand goldene P90, hier liegt eine. Ah, schau, blaue MP5. Oh, da unten ist einer, Und wo ist einer? Bei Lava ist einer im Auto. Ja, gut, Kugel, Lava, ein bisschen zu wenig hier. In der Kugel. 195. Die Kugel ist fast kaputt. Ach so, okay. Doch, Lava. Hier ist einer. Wo? Ist das nicht hier? Ja. Koordinaten. Nein. Meine Kugel ist weggeflogen. Oh mein. Ja, hier ist einer oben. Ich töte ihn. Also, der hat Raketenwerfer. Oh, fast gesnappt. Die sind so weak, Jungs. Ja, Mann, habt ihn einen. Ja, wo ist der andere? Nein. Ah, jetzt hier. Nice, schönes Ding, Jungs. Brauchst du noch Raketen, Mann? Ja, alles immer her damit, Feuer. Er hat 48er Headshot, noch ein Hit. Er ist low. Ich hab alle low geschossen, alles sind low. Schön, Bruder. Noch einer low. Pass auf, hinter uns sind noch welche. Alle vier. Ich hab noch einen Jump-Head. Schneller, hinten sind noch welche. Bei 143. Pass auf, Zero. Bei Zero sind zwei. Wir müssen ihm helfen. Wir wollen heilen. Da. Direkt geradeaus. Komm mal zu Zero. Sorry. Er ist abgestaubt, sorry. Ist egal, aufgestaubt, auf jeden Fall. Was ist denn jetzt? Ja, warte, lass ihn loscopen oder so. Ich will ihn trappen. Ja, mein. Kein Schuss connected, alles klar. Komm, wir den Spitzhacken, Jungs! Lass den Spitzhacken! Spitzhacken! Oh mein Gott! Ehrengenommen, Digga! Was da los, Jungs? Schöne Runde! Digga, der Arme, Alter! Der Arme! Oh shit! Auf jeden Fall schon nice Runde mit den Jungs. Schön Mingold verprügt, dafür mal den Like-Button. Aber jetzt kommen wir zu der Entscheidung, meine Freunde, denn es geht ja immer noch um eine 20er PSN-Karte. Und deswegen, Leute, jetzt 101 unter den Jungs. Let's go! Dann würde ich sagen, wer will anfangen? Ich nicht. Nein. Dann machen wir hier mal, wer ist hier die Blaumütze? Ich. Hi, Philipp. Okay, dann Philipp versus hier der Chinesen-Skin. Zero. Ja, ich versteck extra. Okay, und hier Disco-Frau, du kommst mal hier zu mir. Ich zähl runter. Und Jungs. Meine Hände fangen an zu schwitzen. Ja. Nur mit Holz bauen, ja? Nur mit Holz bauen. Okay, warte, ich muss kurz umstellen. Best of three, ich würde sagen, es geht los in 3, 2, 1, let's go! Oh shit, es geht los. Beide ziehen die 90s hoch. China-Frau ist höher als Blaumütze. Sie hat den High Ground. Und da fallen schon die ersten Schüsse. Am Schwitzen. Uff, Digga, da wird gefettfingert, weil die Hände am Schwitzen sind. Man kennt ihn. Ja! Oh, der ist das. Fuck. Oh, 1-0 für Zero. 1-0 für Zero. Oh, Junge, ich bin am Schwitzen. Okay, zweite Runde. Paul Berger versus Zero. Let's go. Ah, fuck. Controller. Oh, da wird der High Ground wieder zurückgetaked. Schöne Clean 90s. Okay, was geht jetzt da oben ab? Boah, beide richtig am Schwitzen da oben. Oh, Schuss gefallen. Er ist runtergefallen? Ja, zählt trotzdem, Bruder. Gegen Zero hast du das Best of Three verloren, aber jetzt muss Zero gegen Ding spielen. Hier gegen, wer ist noch übrig? Monkey. Genau, gegen Monkey. Zero gegen Justin. 3, 2, 1, let's go! An der Stelle auch Justin hat einen kleinen Regelverstoß gemacht. Er hätte eine Treppe weiter aufbauen müssen, aber ist jetzt egal. Justin. Boah, dicke Schießerei da oben. Fuck. Ganz dicke Schießerei. Ist mir gerade auch passiert. Ist er runtergefallen? Ja. 1-0 für Zero. Okay, Zero ist hier gerade gut am Rasieren, aber es geht in die zweite Runde. Zero gegen Justin. 3, 2, 1, let's go. Ich kann nicht rennen. Oh, Zero hat den High Ground erlangt. Auch richtig viel Schießerei, ne? Für ein 1 gegen 1 mit wenig Ground. Sorry. Da hat auf jeden Fall Zero gewonnen wieder. Das heißt, Zero gewinnt das zweite 101 gegen Justin. Das heißt, an der Stelle, Zero hat jetzt einfach schon 2 Wins bekommen. Oh shit, ich würde sagen, jetzt aber noch spaßeshalber. Zero hat ja jetzt schon 2 Wins. Also das heißt, es kann keiner von euch noch aufholen, von euch beiden. Aber Zero, du machst jetzt noch eine Runde 101 gegen mich. Und dann wird sich entscheiden, ob er es würdig ist, die 2000 V-Bucks zu bekommen. Okay, 2, 1, go. Max am Bauen. Nein, sieht perfekt. Alles klar. Demon Grau. Bruder, ich schwör, ich kann heute nicht bauen, ja. Es ist not try, Max, aber man sagt es so. Oh Gott,
Zero fällt runter. Lassen. Ja, was ist denn heute los, Digga? Ich krieg keine Mindies hin, ja? Kann er macht das Teil sonst? Er hat 80 Leben verloren. Oder der baut anders, Digga. Ja, der ist krass, Alter. PC-Spieler halt, ne? Ein Shot und das geht weiter. Max angeschlagen. Oder was ist los mit ihm? Ja, alles klar, Digga. Ja, gut. Okay. Okay. Ja, gut, Alter. Er ist wirklich, er ist ein guter Spieler, muss man wirklich sagen. Okay, meine Freunde, damit würde ich sagen, Zero hat auf jeden Fall gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Zero. Du bist PC-Spieler, das heißt, er kriegt sogar eine Paysafe-Card. Er will gar keine PSN-Card haben. Aber er hat auf jeden Fall richtig gut im 1-on-1 dominiert. An der Stelle geht aber auch auf jeden Fall ein Gruß raus an die anderen Jungs. Also wirklich hier Philipp und Justin. Richtig geile Runde gerade eben gewesen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Gruß geht raus an euch. Zero, du gibst mir auf jeden Fall gleich noch deinen Insta-Namen. Dann kann ich dir den Code rüber schicken. Oder wenn du noch einmal diese Horn machst, wenn ich meine Abmoderation mache, Digga. Auf jeden Fall, meine Freunde, verbrüht den Like-Button, wenn ihr so etwas feiert, wenn ich noch öfter Leute auf der Straße nach einem 1 gegen 1 fragen soll. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Cramix.